YouTuber, ich begrüße euch zu meinem heutigen Unboxing-Video der Ultimate Edition von der PlayStation 4. Da meine alte PlayStation 4 kaputt gegangen ist durch einen Lüfterschaden, hat mir Amazon, an dieser Stelle Dankeschön, eine neue spendiert, da es noch garantiefrei war. Und jetzt packen wir einfach mal die neue aus und gucken, was sich so getan hat. Karton mal auf hier. Alles ein bisschen voluminös. Viel Verpackungsmaterial wieder. Und da ist auch schon der Karton der PlayStation 4. Den nehmen wir raus. Dann packen wir den großen hier mal weg. Und da ist dann auch schon das gute Stück. Dann halten wir uns auch nicht lange auf an den üblichen Sachen, sondern schneiden gleich den Karton auf, weil wir wollen ja die PlayStation sehen. So. Mal die Umverpackung entfernen. Bei der Konsole selbst handelt es sich um die neueste Revision, der 1216B. Wo Sony verspricht, dass sie leichter ist, hat ein mattes Design. Die Touch-Tasten vorne an der Front sind verschwunden. Sowie, dass die Leistungsaufnahme der Konsole auch noch niedriger ist als das vorherige Modell. Jetzt mal gucken, dann machen wir die Sache auf. Ah, hier an der Seite. Na. Was haben wir denn hier? Als erstes haben wir hier Broschüren, Never Stop Playing, der PlayStation Support, eine Infokarte. Dann haben wir hier Willkommen in der Welt von PlayStation, eine Kurzanleitung, wie man die PlayStation 4 startet und einrichtet. Und Sicherheitsanleitung sowie die Garantiebelehrung haben wir auch hier drin. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Da haben wir dann auch schon unseren DualShock 4 Controller. Der nichts Besonderes ist, ist immer noch der erste. Dann haben wir unser Mono-Headset. Als nächstes das Ladekabel zum Verbinden des Controllers mit der Konsole. Und ein HDMI-Kabel. Und als nächsten Punkt hätten wir dann das Stromkabel, um die PlayStation mit Strom zu versorgen. Nun kommen wir zu der Konsole selbst. Die hier wieder sehr sicher verpackt ist. Links und rechts den Schutz ab und packen die Konsole aus der wunderschönen weißen Folie auf. Hier haben wir die Unterseite. Und was gleich als erstes ins Auge sticht bei der neuen Konsole, wir haben nicht mehr die Hochglanzoptik, sondern man hat es jetzt in einem matten Finish belassen. Was ich jetzt an sich nicht schlimm finde. Ich habe zwar dieses Glänzende auch gemocht, aber es ist nun mal halt so und oh, Sony wird sich was dabei gedacht haben. Zum Vergleich habe ich noch meine alte mit dazu, dass man einen Unterschied auf der Oberseite sehen kann. Hier die matte Seite, hier die Hochglanzseite. Dann haben wir als nächstes die angesprochenen Knöpfe, die hier noch mit Touch waren. Nichts zu hören. Ups. Und jetzt die neuen Knöpfe, die jetzt einen Druckpunkt haben. Ich weiß nicht, ob man es hören kann. Man hat jetzt auch ein Klicken.
Das war es dann auch soweit schon mit dem Unboxing. Wie man sieht, nichts Weltbewegendes, wenn man die Konsole vorher schon hatte. Und bis dahin, wir sehen uns. Tschüss!